Ich bin Laura Bosson. Ich habe einen Text geschrieben zu einem der drei Fotos, die wir zur Auswahl hatten. Wir, das sind 12 Autorinnen, die in der Zeit des ersten Lockdowns an unserem Schreibtisch sitzen durften und uns ein paar Gedanken machen durften zu diesen Bildern. Ich habe mir dieses Bild ausgewählt. Eine Videothek. In der Abteilung Samurai-Filme hockte ich auf dem Boden und horchte. Ich brachte Dinge wieder an ihren Platz, das war meine Aufgabe, sie war überschaubar, gab mir einen Hauch von Autorität und seit dem Ende der Sommerferien erledigte ich sie ohne einen einzigen Fehler. Die Videothek schien mein natürliches Habitat und ich hatte vor, lange zu bleiben. Natürlich sagte ich meiner Kollegin nichts von meinen Plänen. Und sie selbst war zu sehr in die Kunst lautlos schließender Schreibtischschubladen vertieft, um von sich aus etwas zu bemerken oder auch nur zu fragen. Als ich zu ihr hinüberblickte, war sie gerade wieder abgetaucht, um ein Anmeldeformular oder eine Vermisstenanzeige aus einem der Aktenträger hervorzuziehen und dann mit geschultem Gehör dem Zugleiten der Schreibtischschublade zu lauschen. Die Videothek war eine Oase der Ruhe, ein Ort, an dem man nie sicher sein konnte, wie viele Menschen gerade schweigend, kaum atmend, in unmittelbarer Nähe von einem verharrten, in die Aufschrift der Plastikhüllen vertieft. Bei genauer Kenntnis war sie eher die Wüste um die Oase, aber so genau wollten es Außenstehende meistens nicht wissen. Wenn ich ihnen sagte, dass ich Dinge wieder an ihren Platz brachte, waren sie zufrieden. Eine alte Ordnung wieder aufzurichten, das leuchtete ihnen ein, selbst jenen, die sonst wenig Interesse hatten. Sie erkannten einen unmittelbaren Sinn darin und das machte sie, wenn nicht gar glücklich, dann doch besänftigt. Wenn ich einen unserer Kunden auf dem Gang aufstöberte, er mich einen Moment lang erstaunt ansah, denn nicht oft begegnet uns in diesen Räumen jemand, meist konnte man über Stunden ungesehen dastehen, sich ein paar Zentimeter nach links, ein paar nach rechts lesen und völlig allein mit der Beschriftung der Hüllen und ihrem Versprechen sein, wenn ich ihm dennoch begegnete, sich unsere Blicke trafen, senkte ich meinen Kopf leicht, um meine vertrauliche Unterwürfigkeit anzuzeigen und erklärte im flüsternden Ton, ich stelle die Dinge zurück. Auch dieser Mensch lächelte dann glücklich, mindestens sanft. Die Filmhüllen standen schmal und glänzend im Regal. Meine Kollegin an der Ausleihe blätterte kontemplativ im Katalog eines schwedischen Möbelhauses. Immer wieder verzog sich ihr Mund abschätzig. Ihre Zunge leckte über die Lippen. Und nur am Mittag war es zu einem Zwischenfall gekommen, als ein dünner, schattenhafter Mann sie mit der Frage »Haben Sie auch etwas über tibetanische Gottheiten?« aufgeschreckt hatte. Er kam jeden Donnerstag. Etwas lauter als gewöhnlich hatte heute der Dielenboden geknarrt, als ich durch die Gänge gegangen war, um die letzte Hülle zurückzustellen, dorthin, wo sie nach der Ordnung des Hauses zu sein hatte, im Normalzustand. Es gab auch den anderen Zustand, die Ausleihe. Wobei einige meinten, dieser sei für Dinge einer Videothek der Normalzustand, das Verwahren hingegen nur die Ausnahme, doch diese Menschen blieben nie lang bei uns. Während der Ausleihe entzogen sich die Dinge unserer Ordnung. Also war vernünftigerweise ihr Gegenteil normal. Wir beherrschten den Zustand der Ruhe und in diesem hatte jedes Ding einen ihm zugewiesenen Platz. Auch ich war bereit, den meinen einzunehmen, heute, 40 Tage nach Ende der Sommerferien. Vom Hocken war ich in eine flache Bauchlage übergegangen und horchte noch genauer in die Abteilung Samurai-Filme hinein. Was machst du da unten? Meine Kollegin stand über mir. Sie war größer und stämmiger, tiefer und breiter, als ich es aus der Distanz immer angenommen hatte. Und ihre abschätzige Miene trug einen Hauch Kälte. Wenn ich es genau besah, dann war sie sogar eiskalt. Vermutlich hatte sie sämtliche Regale der Samurai-Filme längst durchgearbeitet. Diese Frau wusste, was sie tat, und das war für mich von Nutzen. Zum Intervenieren war sie zu spät erschienen, nur ihre Augen
rundeten sich noch ungläubig, ihre Lippen bebten, aber sie brachte kein Wort heraus. Und dann, denn der betörenden Ordnung kann sich keine von uns entziehen, lächelte sie. Sie bückte sich, hob mich auf und schob mich geräuschlos wie ihre Schubladen ins Regal.